Herr Ritter, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jugendämter, mehr Blaulicht als Prävention, titelte die Welt Anfang dieser Woche. Intensive Prävention wäre wünschenswert, damit es erst gar nicht zu Blaulichtsituationen kommt oder zumindest so selten wie möglich. Damit ist die Aufgabe des ASD klar, der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Aber der ASD hat noch viele andere Aufgaben im Bereich Hilfen zur Erziehung, Beratung in Trennungsfällen, begleiteter Umgang, Pflegekinderbetreuung oder sozialräumliche Angebotsentwicklung gehören dazu. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Damit diese Aufgabenfülle bewältigt werden kann und die Mitarbeiter ihrem gesetzlichen Auftrag überhaupt nachkommen können, müssen die Rahmenbedingungen und die personelle Ausstattung stimmen. Denn nur ein arbeitsfähiger, gut ausgestatteter ASD wird es schaffen, auch die Kurve der Hilfen zur Erziehungsfälle, die seit Jahren stetig steigt, zum Abflachen zu bringen. Meine Damen und Herren, natürlich müssen dafür alle Stellen besetzt sein. Das sollte für uns insgesamt selbstverständlich sein. Aber dafür sind auch, und das ist unser Punkt, den wir auch weiterhin begleiten, dass es zu weiteren Entlastungen und ehrlicher Aufgabenkritik kommen muss im ASD. Denn mit jedem neuen Konzept, der vom Senat eingeführt wird, wie zum Beispiel das Frühhilfenkonzept, das wir unterstützen, kommen auf den ASD aber immer auch neue Aufgaben zu, ohne dass andere Aufgaben wegfallen. Die FDP-Fraktion hat im Rahmen der Haushaltsberatung Vorschläge vorgelegt, zum Beispiel die übrigen Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket den Kindern und Jugendlichen zugutezukommen. Wir wollten einen Unterstützungsfonds für den ASD auflegen. Die einzelnen Abteilungen sollten selbst entscheiden, welche Entlastungen sinnvoll wären. Zum Beispiel Mittel für Honorarkräfte, die Verwaltungstätigkeiten übernehmen, damit die Mitarbeiter auf ihre pädagogische Arbeit sich konzentrieren können. Der Senat hat stattdessen 15 Millionen Euro aus dem Bildungsteilhabepaket im Haushalt versenkt. Meine Damen und Herren, aber sogar der Senat hat den Handlungsbedarf mittlerweile erkannt und es wurden richtige Schritte eingelegt. Auch dazu muss Zeit sein, dass wir als FDP begrüßen. Da wäre zum Beispiel die Höhergruppierung des ASD, die Einführung einer Jugendhilfeinspektion, das Qualitätsmanagementsystem oder auch das angekündigte Personalbemessungssystem. Liebe SPD-Fraktion, diese Maßnahmen sollten aber jetzt nicht dadurch sabotiert werden, dass die Stellen nicht nachbesetzt werden dürfen, wie es Herr de Vries ja ausgeführt hat. Und jetzt kommen wir zu dem Zusatzantrag, der ja wohl relativ mit der heißen Nadel noch gestrickt wurde. Sie legen einen Zusatzantrag vor, der im Petitum 1 die Arbeit des Senats ausschließlich loben soll. Sehen Sie mir nach, dass wir den Antrag, den Petitum 1, nicht wirklich als notwendig sehen und deshalb auch nicht zustimmen werden. Danke, Herr Quass, können Sie sich ja immer noch mit Anträgen selber loben. Der Berichtspflicht stimmen wir zu, obwohl wir eigentlich im Familienausschuss schon längst diese Berichtspflicht auch vereinbart haben. Aber wenn wir es nochmal beschließen müssen, Wiederholung bringt wohl Sicherheit für die SPD-Fraktion. Auch da können wir nochmal über diese Stellenbesetzung beim Senat sprechen. Also auch da haben Sie uns auf Ihrer Seite, auch wenn es eigentlich relativ überflüssig ist. Meine Damen und Herren, der staatliche Schutzauftrag gegenüber Kindern und Jugendlichen darf nicht zum Spielball des parteipolitischen Gezänks werden. Deshalb sollten wir den Empfehlungen des Sonderausschusses Jessica ernst nehmen und uns daran halten, freie Stellen tatsächlich nachzubesetzen. Deshalb unterstützen wir den Antrag der CDU. Den Antrag der Grünen können wir leider nicht annehmen, weil sie wie immer keinen Gegenfinanzierungsvorschlag machen. Und den Antrag der SPD werden wir, weil wir uns wirklich Mühe gegeben haben, ziffernweise abstimmen. Das erste können wir echt nicht unterstützen und das zweite nehmen wir, weil wir heute Geburtstag haben, nehmen wir den zweiten Antrag an. Dankeschön.